Ja, hallo, ich darf heute wieder einen kurzen Gedanken mit euch teilen und möchte für Markus 10, die Verse 17 bis 27 lesen. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus: Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, keine falschen Aussagen machen, niemanden um das Seine bringen und Vater und Mutter ehren. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte: Eines fehlt dir. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal: Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Wir lesen, wir machen gerade in der Jugend einen Jüngerschaftskurs durch und im Zuge dessen haben wir uns die Frage gestellt, was ist der Unterschied zwischen einem Fan von Jesus und einem Nachfolger? Und für mich ist der reiche Jüngling ein Paradebeispiel für einen Fan. Er ist sichtlich begeistert von dem, was Jesus tut und seiner Meinung nach führt er auch ein recht frommes Leben. Und ich muss ehrlich gestehen, ich erkenne mich in diesem reichen Jüngling immer wieder. Ich bin auch begeistert von Jesus und ich rede mir auch immer wieder ein, ein recht passabler Mensch zu sein. Aber reicht das? Jesus sagt: Geh und verkaufe alles, was du hast. Der Unterschied zwischen einem Fan und einem Nachfolger ist, dass der Nachfolger bereit ist, wirklich alles aufzugeben und hinter sich zu lassen. Und da möchte ich dir die Frage stellen: Wie verbringst du deinen Alltag? Wie ist dein Zeitmanagement? Gibt es ein Gegenstand, eine Person oder ein Hobby, wo du sagst, das würde ich nie aufgeben, auch wenn Jesus mir das fragen würde? Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Und das Schöne ist, wir müssen es nicht alleine schaffen, sondern Jesus sagt, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz es ermöglicht, dass wir ins Reich Gottes kommen können. Er hat am Kreuz alles für uns gegeben und ist sozusagen all in gegangen. Und da möchte ich dir die Frage heute in den Tag mitgeben: Bist du auch bereit, all in zu gehen?